Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin's wieder, euer Charlie. Und ich wollte mal gucken, ob es da zu finden gibt. Ja, ich bin jetzt hier in ganz anderen Wald, denn wir müssen ja aufpassen. Hier im Sauerland stirbt der ganze Wald und da muss man dahin gehen, wo wenigstens noch ein paar Bäume sind. Ja, dann kommt mit. Wünschen wir uns mal Trüff Trüff und euch viel Vergnügen mit diesem Film. Überall das gleiche Bild. Tote Bäume, tote Bäume, tote Bäume. Gar nicht weit gegangen, da kommt hier schon ein kleiner Steinpilz. Aber ja, gut. Das ist hier ein schöner Asthmahügel, das kann ich euch sagen. Dieser jetzt noch grüne Wald, der wird auch in 2 Wochen genauso tot sein wie der andere auch, wie die anderen Wälder auch. Wenn man so ins Licht guckt, sieht man, wie die Nadeln fallen. Es ist, als wenn es schneien würde. Ja, und der Waldweg hier zeigt es auch. Der grüne Schleier hier, sind alles Tannennadeln von den sterbenden Fichten. Ja, hier finde ich einen Perlpilz bei der Trockenheit. Immerhin etwas. Eine Hexe vielleicht? Leider nein. Ein schön Fußröhrling. Schade, hätte ich das eher gesehen, hätte ich ihn stehen lassen. Hier ist ein Bitterpilz. Kann ich nur hoffen, dass der ihr noch ausspurt oder sowas. Ja, auch hier stehen ein paar Perlpilze. Nochmal mal gucken. Schön rausgenommen. Das schadet dem Gezähler am wenigsten. Ja, ein kleiner Maronenröhrling wandert ins Körbchen. Ja, es gibt sie noch, die Pfifferlinge. Eine schöne Gruppe. Ja, Pfifferlinge, richtig schöne, dicke Dinger. Und hier steht alles voll. Da noch welche. Ja, die werden wir abernten. Ja, ganz schön dicke Dinger, ne? Guck mal. Und noch eine Marone. Ja, ein Steinpilzzeiger, ein Fliegenpilz. Oh, hier stehen auch Steinpilze. Die werden auch immer gern genommen. Ja, von der Trockenheit vorgestern und gestern kriege ich sogar so eine Art Notblüte. Der wäre bestimmt nicht so jung so aufgegangen. Ja, hier ist noch ein Perlpilz. Wird auch mitgenommen. Und noch ein schöner Steinpilz. Nehmen wir auch vorsichtig raus. Ja, hier steht alles durcheinander. Hier steht ein Steinpilz, kleine Perlpilze, noch ein Perlpilz, dann noch ein schöner großer Steinpilz. Ja, dann wollen wir mal ernten. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Ne? Sieht gut aus mit den Steinpilzen. Hier steht ein kahler Krempling. Den lassen wir im Wald. Und direkt daneben wieder Steinpilze. Den kaum als solche zu erkennen. Ja, aber sind welche. Ja. Und wenn man hier so durchgeht, hier stehen alle paar Meter stehen Steinpilze. Das ist richtig toll. Hier wieder welche. Ja, das ist auch eine schöne Gruppe Steinpilze.
Hast du auch welche gefunden? Ja, Flöchen, scheint wirklich ein Steinpilzjahr zu sein. Hier stehen wieder welche. Da, auf der anderen Seite, da geht's weiter, da stehen auch noch welche, siehst du? Ja, hier kommen die ersten Blutreizker. Fichtenblutreizker. Ja, kommt ins bereits einigermaßen volle Körbchen. Ja, hier stehen auch noch ein paar Pfefferröhrlinge. Hier brechen kleine Steinpilze durch. Ja, und die haben auch schon eine schöne Größe, also die kann man ruhig mitnehmen, die ganz kleinen lasse ich im Boden. Ja, heute ist es Gottlob nicht so warm wie gestern. Wir haben jetzt hier so 14, 15 Grad. Und ist auch noch ein zerfressener Steinpilz. Aber den Hang, den gehe ich gleich auf den Rückweg. Ja, ich bin gerade so ein Asthma-Hügel hoch. Das ist mir doch ein bisschen zu anstrengend. Ich bin ja keine 20 mehr, ich bin über 60. Da kann man nicht mehr so. Trüffelchen, was gibt's zu schnüffeln? Hä? Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Der Desia mit dem filzigen Hut, das sind Ziegenlippen. Ich habe hier mal eine rausgeholt. Meistens voller Maden. Na, mal gucken. Ja, hier mitten am Weg stehen auch welche. Schön rausnehmen, guck mal, wunderbare Pilze. Ja, noch ein Fliegenpilz im Sonnenlicht, auch was Feines. Ja, hier kommen ganz viele Flaschenstäublinge oder Flaschenbovista aus dem Boden. Aber da Steinpilze abbleiben, die mal hier. So, allein an dieser Stelle drei Stück. Läppert sich. Ja, Maronen. Noch ein Perlpilz. Ja, schöner Pilz. Ja, hier steht bald eine ganze Mahlzeit auf einem Flecken. Pfifferlingen und eine Maronenröhrling. Ja, wie immer, Charlies bunter Korb. Maronen, Perlpilze, Steinpilze, Pfifferlinge. Ja, und noch eine Hexe. Wer hätte das gedacht? Ein Flocki. Leute, sowas habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Hier steht der ganze Wald, der ganze Boden steht voller Steinpilze. Also das ist wirklich wahr. Guckt euch das an. Trüffel mittendrin. Also sowas sieht man ja immer aus Filmen irgendwo aus dem Ausland. Ja, sieht bald so aus, bis sie aufhören. Ja, Wahnsinn. Steht hier noch alles voll. So, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms, wir haben genug, wir haben eine Körbe voll, ja, und wir brechen deshalb ab. Mehr kann ich einfach nicht, mehr will ich nicht. Es wäre Raubbau,
wir lassen es. Der Korb ist voll, die müssen ja noch alle sauber gemacht werden. Dann sage ich, Trüff, bis zum nächsten Mal. Viel Vergnügen mit diesem Film. Euer Charlie. Trüffel.